Jo, Leute, willkommen zum 16. Teil meiner Vinylsammlung. Ja, 16. Aber es ist noch eine ganze Menge da. Ja, fangen wir an. Mit Galaxy featuring Phil Farron. Der Mann war mit dieser Single in den Charts, auch bei den Deutschen, ganz weit oben, so wie ich gelesen habe. Ein sehr erfolgreicher Songwriter, Musiker und so weiter. Stammt von 1983, wenn ich nicht irre. Schauen wir mal eben. Rich, gucken wir mal. 83, genau. Ist aus Großbritannien. Sehr gute Musik gemacht. Jo. Da glaube ich in England oder in Deutschland auf Platz 4. Könnt ihr mal Wikipedia mal nachgucken. Da steht das ja mal so schön. Oder wie heißt das andere? Diskografik oder wie das da ist. Dann Jackie Graham. Auch sehr erfolgreich gewesen in Großbritannien. Das war auch weiter oben in Deutschland ein bisschen. Auf jeden Fall unter den ersten 100. Diese Single hier ist auch von 1985. Die beiden, ja, diese hier habe ich glaube ich vom Flohmarkt oder so. Auf jeden Fall die hier habe ich von meiner Schwester noch. Ja, dann kommen wir zu einer Musikerin. Die hat mehrere Geschwister. Es sind glaube ich 6 Geschwister insgesamt. Ich glaube 3 Schwestern und 2 Brüder hat sie. Ist dann richtig erfolgreich, also zumindest das eine Lied. Warte mal, das ist 2008 oder 2009 hat sie glaube ich 70 Millionen Platten verkauft. 2001 ist ein Lied durchgestartet, was nicht so erfolgreich war am Anfang. Auf jeden Fall Enya. Ja. Sie war ja mal in so einem Kloster, mehr oder weniger, hat da gesungen. Dann mit ihrer Familie eine Band gehabt. Und dann ist er irgendwann ausgestiegen, hat dann Solo-Karriere angefangen und so weiter. Das hier ist Shepherd Moons, das war nicht so erfolgreich in Deutschland. Ich glaube Platz 40 oder so was. Und Watermark, war glaube ich 10. oder so. Auf jeden Fall schöne Musik von dieser Frau. Kann ich nur empfehlen. Also das hier ist von 1988, das hier von 1990 oder so. Auch 91, jo. Kann ich auch noch empfehlen, schöne Musik. Und dann hier die Gruppe Musikprojekt Kano. Musiker, wie ich gelesen hatte, stammt aus Jamaika. Ja. Hörte sie auch nicht so schlecht an, soweit ich mich daran erinnere. Sie hat schon länger her, wo ich das gehört habe. Kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Von 1983. Keine Ahnung jetzt. Ja, doof, wenn man sich nicht vorbereitet. Ich weiß. Aber egal. Könnt ihr mal nachgucken. Wer sich interessiert. So, jetzt ein Musiker, der ist 3-4 Jahre jünger als meine Mutter. 56 oder 57 geboren. In Japan. Seine erste Frau war die Tochter eines Yakuzas, Bandenchefs. Ja, hatte ich hier ein bisschen mal Wikipedia gelesen. Der Mann hat auch sehr viele Alben rausgebracht. Bei Emitrenner war es glaube ich sogar mit Steven Spielberg. Film Himmel und Hölle. Also hieß der. Naja, es geht um Kitaro. Ja, der Mann hatte angefangen. Also er stammte aus einer Bauernfamilie, habe ich gelesen. Hat angefangen E-Gitarre zu lernen. War in so einer Band, Fair East Band oder so ähnlich hieß die. Ja, ist mit denen aufgetreten und so. Ja, bis Anfang der 70er. Er hat dann 1977 seine
eigene Karriere gestartet. So ist das. Kleiner Moment eben. So, ja, den wir jetzt wieder Ruhe ist unten im Keller. Ja, ein Nachbar war da gerade am Quatschen mit irgendeiner Freundin, Schwester, was weiß ich. Auf jeden Fall Kitaro, live in Asia, kann ich nur empfehlen. Sehr schöne Musik. Alles mit Keyboard, also er hatte dann, wo war ich stehen geblieben? Mit der E-Gitarre, genau. Und Solo-Karriere, genau. Ah, jetzt setzt mir wieder ein. Er hatte die Band Fair East Band irgendwie verlassen oder so. Wie hat er dann später, Anfang der 70er, von Tangerine Dream Klaus Schulze kennengelernt, ja, ein deutscher Musiker, der den das Keyboard-Spielen beigebracht. Und dann hatte Gitaro 1977 angefangen, seine Solo-Karriere zu machen, alles mit Keyboard. Jo. Na, später dann auch wieder E-Gitarre, also zwischendurch auch immer mal gemacht da. Ich habe da Videos gesehen bei YouTube. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist auch sehr schön hier die Rückseite von Live in Asia. Das ist mehrfach rausgebracht worden. Auf CD die ganzen Sachen. Habe ich nämlich auch noch auf CD einiges. Dann hier ist Silver Cloud, auch sehr schön. Auch die Rückseite. 1983, Live in Asia ist von 1984. Also später ist er übrigens in so einem Ashram gegangen oder sowas. Hat er so eine Tour durch Laos, Indien und so weiter gemacht. Anfang vor seiner Solo-Karriere, glaube ich. Oder so. Oder danach, oder dabei oder so. Keine Ahnung, habe das irgendwie gelesen vorhin bei Wikipedia. Jo. Reingelesen und gleich wieder vergessen. Oh, das ist sogar noch eine Produktion aus Jugoslawien, dieses hier. Sehe ich hier gerade. Ist ja krass. Das was nicht mehr gibt, nicht schlecht. Ja, Silk Road, auch ein sehr schönes Album von ihm. Aus Hamburg von 1981. Auch sehr schön. In Sachen, ja, ganz gewöhnlicher Kram hier, ne? Aber das sieht ja cool aus. Kuckuck. Nun heißt das Label. Oder wie man das auch nennt. So, das nächste ist ja, von einem Film, der auch später als Serie rauskam oder gleichzeitig. Eine NBC-TV-Serie. Executive-Producer William Blinn. Der Film war mega geil. Die Serie, gut, ich weiß nicht, wie erfolgreich die war. Und zwar Serie von Fame. Die Musik fand ich mega geil. Also den Soundtrack selber. Habe ich auch noch, kommt auch noch gleich. Auf jeden Fall, das hier ist von 1982. Auch nicht schlecht, habe ich glaube ich vom Flohmarkt, ne, von nicht vom Flohmarkt, sondern von meinem Plattenladen. Hotshot Records. Guck mal auf der Webseite Hotshot Records. Müsst ihr finden im Internet. Cooler Plattenladen. Beste in Bremen. Ja, dann habe ich schon geredet von Soundtrack. Und zwar Fame. Auch von meinem Plattenladen. Ja. Hier drin. Ist kein Doppelalbum. Ja, Musik finde ich richtig geil. Ja, der Soundtrack selber, Fame, sehr schön. Gucken, Platten im Wasser hier. Da ist eine Kuh drauf oder sowas. Kann man hier besser sehen. Auf der anderen Seite ist ein Aufkleber ein bisschen darüber. Ja, das ist Indings. Nichts Berauschendes, ne?
da sieht man, dass das ein Aufkleber drauf irgendwie von einem anderen Plattenladen, wo die mal gekauft wurde. Traurig, aber wahr. So, dann geht's weiter. Mit einer Musikgruppe, die eine Filmkarriere gefördert hat, kann man so sagen. Zwar kein geringer Schauspieler als, ja, Mr. Scientology. War er nicht da? John Travolta. Rede ist von Saturday Night Fever, Soundtrack, Bee Gees. Richtig cooler Film. Die Filme finde ich richtig geil. Da war auch nicht richtig guter Schauspieler. Ein, zwei andere Sachen war auch nicht schlecht. Jo. Was steht da? Achso, was soll ich sagen, wie geht's? Der war ja alle hupt vom Kopf. Ja, Fehler. Traurige, dass das hier ein bisschen durchgelöchert wurde. Da wollten wir die Platten loswerden, runtergesetzt als Erkennungszeichen oder so, hier durchgelöchert. Hatte ich günstig im Flohmarkt gestanden mal, so ich mich dran erinnere. Irgendwas Stay Alive finde ich mega geil und so viele andere Sachen. Puh, das ist schon tolle Musik gewesen. Von 1977, da war ich 2 Jahre alt. Ja, auch wenn die da so quietschende Stimmen haben. Aber irgendwie, Mucke ist irgendwie doch geil. Da gibt es schlimmere Hip-Hop-Sachen, vor allen Dingen die Deutschen. Möchte gern deutschen Gangster-Rap-Sachen. Ja, wie Ushido und so ein Dreck oder Sido oder Kollega, was ich die da alle heißen. Ja, nicht mein Ding. Gut, dann Living Eyes hier, Bee Gees. War ja auch im Flohmarkt. 81. Dann haben wir Petula Clark, Downtown 88. Nochmal neu aufgelegt, 1988. Da haben wir das Originalstück drauf, 1964 und 1967. Ein anderes Stück, das sieht man da. Fand ich auch nicht schlecht damals. Das war von meiner Schwester, das weiß ich. Eine Musikerin, die auf Hebräisch singt oder sang, besser gesagt, ich glaube, die lebt nicht mehr. Auf Rahasa, auf meiner Schwester. Im Ninialu fand ich richtig geil, auch Galbi. Richtig geile Mucke. Sie hat am damaligen Eurovision Song Contest Grand Prix damals teilgenommen. Hatte, glaube ich, auch gewonnen. So sieht das Innending aus, mit Folie drin, richtig schön. Von 1988. Ja, da hat er teilgenommen, glaube ich, auch gewonnen. Ich weiß es nicht mehr, da haben wir noch eins, Emiliano. Noch einen anderen Mix, auch auf Englisch, 1987. Israel, Tel Aviv. Dann eine andere Musikerin. Shannon, Let the Music Play. Special Remix. 1983 rausgekommen. Das habe ich, glaube ich, auch von meiner Schwester noch am Flohmarkt. Ich weiß es nicht mehr. Da ist auch nichts Besonderes drin. Das ist auch nur eine Maxi-Single. Dann eine Schauspielerin, die in einer Serie bzw. Film mitgemacht hat. Rede ist von Bonnie Bianco. True Love Lori, das habe ich hier von meinem Plattenladen. Da sieht man auch von Barlage. Aufkleber, wie viel D-Mark das gekostet hat? 17,90 Mark. Barlage war mal ein toller Plattenladen. Richtig schöner Laden gewesen. Waren wir pleite gegangen oder so, weiß ich nicht. Ja, da haben wir das Innending, einmal mit Folie. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Genauso hier in der Lindenhofstraße, in meinem Stadtteil. War auch mal ein Plattenladen. Tonus hieß der. Das ist heute. Afrikanischer Friseur drin, vorher war eine Versicherung drin. Da habe ich mal meine Platten früher gekauft, war richtig schön. Schade, schade. Jo, Cinderella 87, die Serie. Gab es auch als Film. Platten nehmen hier Kangaroo. Nee, richtig geil.
Und wer ist da noch bei? Wie heißt er noch? Pierre Cousseau oder so ähnlich hieß der, glaube ich. Ja, er hier. Der irgendwie einen Prinzen spielt. Die verlieben sich ineinander und so weiter. Richtig schöner Film gewesen, schöne Serie. Da habe ich noch ein Album von ihr. Just Me. Also mit Cinderella war sie sehr erfolgreich. Und die anderen Alben waren, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich. Hier ein Bravo-Aufkleber von ihr. Wo die Bravo noch groß war. Das ist von, wann ist das? 1987. Mal hier reingucken. Ich muss auf den Akkustand achten, nur noch zwei Balken. Ah ja, hier sieht es auch noch richtig schick aus. Hm. So, wenn wir schon mal Musikerin sind, kommen wir gleich zu einer sehr erfolgreichen. Die übertrifft einige, denke ich mal. Und zwar Chaka Khan. Kann ich nicht viel zu sagen. Habe jetzt nicht nachgeguckt, aber sie war eine sehr erfolgreiche Musikerin. Das ist jetzt von 1984. Hatte ich, glaube ich, in der Sammlung vom Kumpel mit bei gehabt. Oder vom Flohmarkt oder von meiner Schwester. Ich weiß es nicht mehr. Ups, ich kriege das hier nicht rein. Dann habe ich hier I Feel Love for You, I Feel for You von Chaka Khan. Ich glaube, das war von Kuppel. Zweiter Track ist Chinatown, auch von 84. So, dann haben wir hier Rufus and Chaka Khan Life Ain't Nobody, sehr bekanntes Stück. Ist, glaube ich, von meiner Schwester. Hm. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hier ist von, wann ist das? Kann man hier irgendwo ein Datum, ein Jahres? 83 ist das, okay. Oh, 83 ist das hier. So, dann. Kane Don't Look Any Führer Mantronic Kane Gang. Ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter. 1987. Warte. Boah, schwarz. Nichts Besonderes. So, dann eine Band aus Schweden, die sehr bekannt ist. Die schon mehrfach Angebote hatten, mal wieder aufzutreten. Zwei Frauen, zwei Kerle, zwei Buchstaben, jeweils zweimal ausgeschrieben. Und zwar ABBA. Jo, das ist auch von meiner Schwester oder meiner Mutter. Musikladen, Bremer Sache gewesen, Radio Bremen. Coole Sache gewesen. Ah ne, das war Dings hier, Beat Club. Musikladen war ja Hamburg, NDR. Na, no, wie heißt er noch? Na, fällt der Name gerade nicht ein. Ist einfach ein bekannter Moderator, lebt immer noch, cooler Typ gewesen, eigentlich immer noch. Na, hier, Leben. Die haben auch coole Mucke gemacht, sind auch beim Grand Prix, Eurovision Song Contest aufgetreten damals und haben gewonnen. Und heute immer noch sehr beliebt. Dieses hier zum Beispiel, Super Trooper. Das ist noch von meiner Mutter, meine Schwester. Beide hatten das. Ich habe es damit mitgenommen. Aus dem Keller meiner Mutter, wo der abgesoffen war. Wie einige Platten, die ich gerettet habe. Einige konnte man nicht retten, zumindest die Cover nicht. Traurig, traurig. So, dann haben wir hier Jennifer Rush. The Power of Love. Orchester Remix. Mega geile Mucke gewesen. 1984, da war ich 9 Jahre alt.
hatte meine Schwester gehabt, genauso wie dieses hier. Das, gut, das war glaube ich vom Flohmarkt, den von Rush. Einfach Standard von Rush, mit einigen Liedern. Madonna's Eyes, 25 Lovers und so weiter. So, dann Heart Over Mind, Jennifer Rush. Das habe ich auch auf Flohmarkt. Das weiß ich ganz genau. Vorletztes Jahr oder letztes Jahr gekauft. Dann eine Platte, die auch zu meiner Schwester gehörte, Moving von Jennifer Rush. Von 85 ist das. Wo das auch wieder drauf zu sehen. Dann eine Boyband, die meine Schwester sehr geliebt hat, aber die haben noch coole Mucke gemacht, ey. Duran Duran, Record Around the World, 1984. Leider hat eine Platte einen Kratzer, da springt die Nadel. Traurig. Aber coole Cover gestaltet, finde ich. Hat was. Ja, die Platte selber hier. Das Ending mit den Texten.